ich mich am besten auf dem schnellsten Weg nach draußen, bevor der hier umfällt. Weiß man ja nicht. So, den hinkriegen. Ohne Probleme. Wenn ich dann draußen war, kriege ich dann komplett neue Zauber. Dann kann ich dann rein und dann was machen. Weil in der Halle ist 100% und Tatuccio, der ist 100% Endgegner, weiß man. Der Priesterzauber da hinten auch nicht mehr lange. Hat mich verzaubert. Oh, hier liegt noch was. Alles einsammeln. Gold nehmen wir mit. Adventures call to them. Oh, Lindsay. I'll carve my name onto your flesh. Das war wieder in der ersten Reihe, super. Genau das, was ich brauche. Noch mein Tod. Interessant, ist ja nicht so, dass er. Der ist irgendwie Selbstmörder, kann das sein? Schatztruhe. Sehr schön, nochmal ein Zauber. Dann ist das, jawohl, das ist der Ausgang. So, soweit geht's so gut. Irgendwas vergessen? Ja, Gold kann man mitnehmen. Fleisch, Gold. Perlen, Fleisch, Gold, alles her damit. Passt perfekt. 200 Pfund, damit bin ich dann eigentlich nicht überladen, oder? 252? Da bin ich bei 1000, klar, passt. 1100, geht doch. Kann ich alles mitnehmen. Hey, das ist Gold. Jede Rüstung ist ein Goldstück. 225 Rüstung, ein Heiltrank. Ich muss eine Menge Rüstung holen. Ah, ich bin ein Rüstungssammler. So. Speichern. Ganz schön windig hier, oder? Hier draußen. Einmal lagern. Weil wir wollen ja die Skills hier aufladen. Und dann kann das noch hier. Angriffszauber. Und den Mist will ich hier loswerden. Unbelievable. A war between kobolds and mites. You can't read about that in a book. I guess you haven't spent much time in libraries. There is one Kadiran novel, on the whole rather frivolous, I must say, where kobolds and mites not only fight, but do a few other things as well. Andere Dinge. Da wüsste ich gerne, was für Dinger. So. Koch hat das Essen komplett ruiniert, gibt keinen Buff. Schade. Debuff auch nicht ganz weg, deswegen nochmal lagern. Ich hab Zeit. Ich möchte gerne den Debuff richtig weg haben. Listen, Harem. Would you ever want to return to the Five Kings Mountains? To take up a hammer again? To feel the heat of the furnace? Don't reopen old wounds. I have found my path and I'm not turning from it. The mountains are my home no more. Even if someone would like to see me there. Naja, fühlt sich komplett ausgestoßen. Darin kann sich nicht mehr mit diesem Gebirge da oben auseinander identifizieren. Ich glaube, das wäre sie gewesen, oder? To victory. Wir werden nachts angegriffen. Kein Problem, wir stehen vorne. Also nochmal lagern. Wir sind auch mal schöne Erfahrungspunkte. Oh, Geschicklichkeitsschaden, das gibt's ja nicht. Noch einmal lagern. Nur weil ich hier Mist da loswerden will. Das sind immer 10, 12 Stunden, die da lagern, das ist blöd. Jetzt machen wir das hier. Attribut wiederherstellen. Perfekt, 14 Stunden lagern, dann ist alles wiederhergestellt. Okay. Dann lagern wir das nochmal, ja. So, dann mach ich die Spalte. Alter. Ach, lass es drauf. Lass es aber drauf. Warte mal, ich hab Zaubersprüche. Wo haben wir's? Teilweise genesen. Einmal benutzen. Ja, aber das ist weg. Teilweise genesen. Einmal benutzen. Ist immer noch da. Lebenspunktschaden, wie viel Lebenspunktschaden haben die drauf? 49 Lebenspunkte waren da gerade. So, ist weg. Sorry, ich war gerade meine Matratzen und hatte den Chat aus. Monster Tutor XCOM ist schon ein geiles Game, aber XCOM 2 ist geiler. Mir fehlt nur noch das DLC. Kauf's dir! Schattenwolf, kauf's dir!
das damals erworben in so einer Sonderaktion, weil ich kaufe das meistens immer zu Weihnachten bei Steam. Oder Summer Sale oder Herbst Sale, was ja auch bald wieder kommt. Da ist das immer spottbillig. Finde ich immer cool. So, okay. Das schon mal vorspeichern. So, hier hinten, da muss ich hin. Da ist nämlich die Ahornhalle. Da muss ich rein. Bin immer gespannt, was mich da drin erwartet. Herzhaftes Essen drauf, paar Schriftrollen verbraucht. Sie hat den dauerhaften Buff. 53 Lebenspunkte, 39, 31. Ja, nach viel sieht das hier nicht aus. Okay, vorspeichern. Wir gehen ran. Halle geöffnet. Vielleicht sollte ich erstmal den König hinten besuchen, die XP abholen. Impromptu rival. You are late, as always. A little advice, never join any races. Speed is just not for you. Der Umriss eines unbekannten Artefaktes verschwindet in dem Portal und Artutio dreht sich zu dir um. Er sieht noch immer wie ein Kobold aus, scheint es aber für sinnlos zu halten, an seiner Tarnung festzuhalten. Oh, mein kurz entschlossener Rivale, ihr kommt zu spät, wie immer. Ein gut gemeinter Rat. Nehmt nie an irgendwelchen Rennen teil. Geschwindigkeit ist nicht eure Stärke. Der Arsch. Was soll die Verkleidung, Tartuzio? Do you mean the performance I put on for the kobolds? Wasn't this an excellent idea? The poor folks did everything I wanted. Even started a brawl with their beloved neighbor mites. I did not even need to make any effort to complete my mission. That is why I will always be a step ahead of you and the like. Am Ende wird alles gut, Schattenwolf. Und wenn es nicht gut ist, dann ist auch nicht das Ende. Meint ihr, die Vorstellung, die ich vor den Kobolden gegeben habe, war das nicht eine ausgezeichnete Idee? Die armen Burschen haben alles getan, was ich wollte. Sogar einen Krieg mit ihren geliebten Nachbarn. Den Winzling haben sie vom Zaun gebrochen. Ich musste mich überhaupt nicht anstrengen, um meine Mission zu erfüllen. Deshalb werde ich euch und euresgleichen immer einen Schritt voraus sein. And this is the person I nearly made the hero of my book? Ew. Und das ist die Person, die ich beinahe zu meinem Heldenbuch gemacht hätte. Igitt, sagt sie. Without a doubt, vice does have its advantages. However, in the end, it always, you hear me? Always gets what it rightfully deserves. Bosheit hat zweifellos ihre Vorteile, aber am Ende bekommt sie immer, und die Betonung liegt auf immer, was sie verdient. So. Ich weiß, dass du ein pitaxischer Spion bist. But you don't know my mission. And won't ever know, because I will never tell you. Even for the pleasure of seeing your discouraged face. Moin, Connex. Herzlich willkommen. Vorsicht, heute mal kein Videothek, geht das morgen weiter damit. Heute machen wir Rollenspieltag. Aber ihr kennt meine Mission doch gar nicht. Und ihr werdet sie auch nie erfahren, weil ich nichts sage. Und wenn es nur darum geht, euer enttäuschtes Gesicht zu sehen. Was hast du hier eigentlich gesucht? Wozu hast du all das gebraucht? Don't take me for an idiot. I am not going to tell you anything. Even despite the fact that I am going to kill you. By the way, did you know I am going to kill you? Auch nicht den ganzen Tag. Macht dir nichts, gibt ja noch eine Wiederholung. Ich kann es nicht anders machen. Da tut's ja. Haltet mich nicht für einen Idioten. Ich werde euch nichts sagen. Abgesehen davon, dass ich euch töten werde. Ach übrigens, wusstet ihr, dass ich euch töten werde? Ich glaube nicht, dass wir kämpfen müssen. Regeln wir die Angelegenheit doch friedlich. Wie das geht vor, ist kein Thema. Komm, wir regeln das friedlicher. Komm, Tartuccio, du und ich, komm. Bisschen knobeln. We do, Dimwit, we really do. You know too much. And truth be told, I am simply tired of you. Natürlich tun wir das einfach, Spinsel. Ihr wisst zu viel, um ehrlich zu sein. Ich habe langsam genug von euch. Arsch. So, sehr schön. Pausemodus. Da ist der Tristan. Der macht jetzt mal einen kleinen Segen hier. Bam. Ja, du spielst jetzt mal einen Song hier. Unser Lieblingssong. Hachem, 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 Hachem. Was haben wir dir? Lass mal eine Glut rein. Du klopfst ganz normal. Wo klopfst du eigentlich hin? Kommst du aus der Mitte an die Rand? Dahin, ist okay. Du blockst hier unten. Okay. Bleib nur ich. Ich würde jetzt so gerne das hier nehmen.
schmeißen das genau hier auf Tartuzio. Ich hoffe, das funktioniert, dass er dann umfällt. Schmieren. Boah. Nicht mit Fireball. Ganz vergessen. So, jetzt muss ich aber schnell durch. Geschmiert. Ausgerutscht ist er. Das ist der Vorteil. Der Nachteil ist, ich muss auf die Schmiere dann zu ihm. Scheiße. Aber das ist ein anderes Problem. Okay. So. Drauf feiern auf Tartuzio. Holen wir Verstärken rein. Gleich hier hinten. Wenn es richtig wehtut. Warte, wo bist du? Tristan ist dort. Mach mal eine schöne Geräuschexplosion dahin. Triffst hier alle Feinde. Ich hoffe nicht die eigenen. Sauber, da hat sich jemand zerlegt. Aber auch einen eigenen irgendwie. Geräuschexplosion, Zähigkeit, Rettung, das ist gut. Geräuschexplosion ist schlecht. Geräuschexplosion ist noch schlechter. Aber die hier vorne hat es, glaube ich, auch erwischt, oder? Vielleicht wird er sauber. Nichts von hier auf. Noch liegt Tartuzio am Boden. Wir haben einen Wolf hinzubekommen. Sehr schön. Auf 12 reduziert und hat da hinten noch einen getroffen. Sauber. Nehmen wir gleich nochmal. Let him burn, let him burn. So, Tristan. Oben ist ja bis auf den alles geklärt. Mach mal bitte eine leichte Wunde auf den. Harem. Geh mal mit ran. So, warte, Harem. Was hier dein Kluthauch? Feuerfrei. Geh mal weg. Harem kann das gerade nicht. Geräuschexplosion geht nicht. Tristan fällt. Ganz blöd. Harem ist auch gefallen. Schnappt ihr den mal. Ah, da war der Fireball. Der tat weh. Aber Tartuzio gezwungen. Dann war es noch einer da hinten. Ging fix, oder? Einmal Schmiere drauf. Super. Wird sie bestimmt nicht angeschmiert an. Doch. Was ist das denn schon wieder für ein Game? Hast du bestimmt wieder neue, wenn ich reinkomme? Nee. Das ist ein altes Game. Das habe ich damals gespielt. Und ich spiele das nochmal durch. Nur ich bringe das jetzt auch in 20-Minuten-Parts, was ich hier streame, dann auf YouTube. Das ist ein saugutes Spiel eigentlich. Das ist so eine Art Pen-and-Paper-RPG, so wie ich das verstanden habe. Das Regelwerk ist gigantisch. Und pass auf, was das geht. Es gibt hier nachher eine ganze Liste voll. Dann hast du hier eine ganze Liste voll. Und das Schlimme ist, dann kriegst du hier noch eine ganze Liste voll. bei jedem Charakter. Nur so nebenbei. Könnte ein bisschen viel lernen. Der Kampf läuft in Echtzeit ab, ich darf auch pausieren. Dann darf ich dann immer so lustige Fertigkeiten machen, wie zum Beispiel was Sachen. Der hat jetzt hier Glut vorgeladen und dürfte jetzt die Glut eigentlich entladen. Und das sieht dann so aus. Und das brennt halt ein bisschen. Ja, das könnte Spaß machen. Aber du musst halt ganz genau einschätzen, was du da machst oder was du da nicht machst. Und es gibt hier so viele Klassen in diesem Spiel. Ich finde das genial. Und was ich absolut genial finde, ist, ich baue hier ein Königreich auf. Ich versuche das Land jetzt zu erobern, da baue ich ein Königreich auf. Und da treffe ich Entscheidungen, die sich aber auswirken aufs Spiel. Also ich habe hier Sachen schon erlebt und fand ich ganz witzig. Und wenn du beim Charakter guckst, es gibt nicht nur irgendwie, es gibt hier chaotisch neutral fange ich an und ich gehe langsam ins chaotisch gut rein. So ein bisschen, also noch bin ich chaotisch neutral. Und dann ändert sich auch ein bisschen das Spiel. Noch bin ich chaotisch neutral, aber es geht so langsam in die Richtung durch die Entscheidung, die ich so treffe. Weil ich will nicht böse sein. Aber nur weil du gute... Moin, Sky. Du sollst trotzdem irgendwann mal wieder Divinity spielen. Das mache ich dann nach Dings hier, nach... sag schon hier. Nach Pathfinder, Sky. Hier, bitte. Und hier, Pfeil auf der Schmiere. Ach, einfach nur geil. Das macht das Spiel... Also ich finde das Spiel saucool. Das ist das erste Mal, dass ich generell so ein Spiel spiele. Muss ich dazu sagen. Aber, ich habe mich sofort verliebt in das Spiel hier. Ich meine, ich mag ja solche... Ganz normalen Rollenspieler. Granatring. Oh hier, geiles Schild. Es gibt auch haufenweise Looten, Ausrüstung und. Und das Tolle ist, Charaktere können wirklich wegsterben, wie zum Beispiel Schwelle des Todes. Der Charakter steht an der Schwelle des Todes und ist mit einem tödlichen Schlag durch pures Glück entgangen. Sinken seine Trefferpunkte noch einmal unter negativen Konstitutionen, also nochmal unter Null, stirbt er endgültig. Möchte man nicht unbedingt zulassen. Macht wirklich einen Heidenspaß. So, dann besseres Schild. Schild plus 1, Rüstklasse 3.
Rüstklasse 4. Na, das ist nicht wirklich gut. Harem hat noch ein Schild. 2, 3. So, was für Harem? Rein damit. Harem kann aber keine Waffen hiervon tragen, das ist blöd. Sie kann das tragen, aber wir haben festgestellt, das andere Schwert ist besser, was er hat. Er kann hiervon für diese magischen Sachen gar nichts tragen. Keine Armbrust für Lindsay. Mein Bär kann nichts machen, ist okay. Was ist so, wir haben Tortuzio besiegt. Die Lootet haben wir auch. Dann raus aus der Hölle. Durch die Schmierer fallen meine Charaktere um. Geil. Schafft es der Bär oder fährt er nochmal um? Ach, cool. Finde ich cool. Macht einen Heidenspaß, kann nix. Aber sehr viel zu lesen, wirklich sehr, sehr viel. Und ich mit meiner Leserechtschreibschwäche, ist egal, ich probiere es trotzdem. Häuptling, Rußschirmer Freund, wir kämpfen, Winzlinge weglaufen. Du finden Tartuk unterliegt? Koboldschreier, fliehen, Winzling fliehen, die Wahrheit sagen. Tartuk hat uns alle getäuscht. Er war es, der an den Kobolden den Ahnenast gestohlen hat, um den Krieg mit dem Winzling auszulösen. Er hat mich angegriffen und wurde getötet. Jetzt bin ich im Besitz der beiden Heiligen oder chaotischen drei Lügen. Ich habe Tartuk nicht gefunden, er muss mit dem Ahnenast geflohen sein. Das ist nur ein Ast. Die verehren einen simplen Ast. Wenn ich sage, dass das eigentlich seine Schuld war, hat der ein schlechtes Gewissen. Muss ja auch nicht sein. Wenn ich ihn aber anlüge, kenne ich die Wahrheit. Aber der sucht dann immer den Ast. Ich kann einfach die Wahrheit sagen oder chaotisch neutral sein. Wahrheit wäre am längsten, oder? Raus damit. Tartuk hat uns alle getäuscht. Er war es, der den Kobolden den Ast gestohlen hat, um einen Krieg mit den Winzlingen auszulösen. Er hat mich gebeten, mich angegriffen und wurde getötet. Jetzt bin ich im Besitz beider Äste. Heimtückisch, Verrat. Erfordert chaotisch, angreifen, chaotisch gut. Ast übergeben. Häuptling, ich bitte euch, Gnade walten zu lassen und Königin Badar und die Winzlinge nicht zu verfolgen. Sie wurden zu Unrecht beschuldigt. Ja, klingt schon mal gut. Erfordert chaotisch, ich bin chaotisch, beide Äste behalten. Es gibt keinen Grund, diese alten Relikte zu ehren. Ehrt lieber den Helden, die euch die Augen geöffnet und eure Geschichte verändert hat. Ehrt mich, was eure Relikte angeht. Ich denke, meine Handschuhe müssten reichen. Ja. Betrachten wir es logisch, okay. Es wird mein Königreich werden, sobald ich den Hirschkönig platt gemacht habe. Der ja irgendwann auftaucht. Innerhalb der nächsten 40 Tage. Die leben in meinem Reich. Ich kann die jetzt auslöschen. Dann habe ich Rufer denen. Die Kobolde sind nicht da. Die Winzlinge dann auch nicht mehr. Wenn ich denen jetzt aber sage, ich habe beide Äste und dass die mich verehren, dann hätte ich doch schon mal eine kleine Armee. Und dann egal, wer mich angreift, kann ich doch schon mal Winzlinge vorschicken. Die sind nicht gut ausgebildet. Die sind auch nicht wirklich stark, aber sie sind zahlreich. Außerdem würden die mich als Helden verehren. Oder mich angreifen, ich weiß es nicht. Das ist schwer. I born to be a hero. Es ist jetzt wirklich schwer, kein Scheiß. Ach Mann. Die Wahrheit, also den Ast geben, sagen, die ist unschuldig, ist ja okay. Da verfolgt er den nicht weiter. Ist super, ist toll. Dann lebt ein Volk da drinnen, das immer traum wird. Ah, wir haben unsere besten Freunde platt gemacht, alles doof. Und der ist ja eigentlich dran schuld, weil der hat ja den Krieg mit ausgelöst. Strafe muss ja sein. Wenn ich aber beide Äste behalte, bin ich der Chef. Da habe ich klar gemacht, ich bin hier der Chef. Das ist wirklich, Mann, das ist so. Ach, Menno. Ich muss würfeln. Aber was denn? Ach, Mann. Ey, das ist wirklich schwer. Kein Scheiß. Ach, gut, oder? Mann, er ist böser. Ich behalte beide. Komm, ich behalte beide. Augen zu und durch. Koboldschreier. Der Koboldschreier greift nach den Handschuh.
Handschuh, großes Relikt. Oh, ich habe den Handschuh. Okay, auch nicht schlecht. Chaotisch neutral ausgeführt. Ich bin ja neutral. Du hast deinen eigenen Kult begründet. Fortan wird dein Handschuh in den Kerkern unter Altarn als heiliges Relikt verehrt.